Ja, hey Leute, parallel zu meinem BMX-Stämmenbesuch gestern habe ich ganz kurz ein bisschen Graffiti gefilmt. Ich werde euch das Graffiti gleich hier cutten und hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Es ist nicht viel geworden, ich muss sagen, aber ich wusste es. Ich war schon mal ein bisschen durch Bochum gefahren in meinem Leben. Übertrieben stabil Bochum, was Graffiti angeht, ne? Also muss man auf jeden Fall sich mal zwei, drei Tagesausflüge nehmen. Irgendwo parken und dann mit dem Fahrrad da rumfahren und das Graffiti einfach mal da filmen. Ähnlich krass wie Dortmund, auf jeden Fall die Stadt an sich. Allerdings habe ich nur einen Spot gefilmt und hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran. Ich war da bei so einer Zeche, wo ich keine Ahnung habe, wie die heißt. Bisschen Industriekultur ist auch da gefilmt worden und paar Graffitis, paar habe ich dann nicht mehr geschafft, weil ich mit den anderen Fahrradfreunden zusammen war. Und egal, also ich werde mir auf jeden Fall noch Zeit nehmen und ein paar Graffiti-Besuche nach Bochum machen. MATE, hoffentlich ist das Video länger als das Intro. Ich mache einen kleinen Zwischenblock, ich weiß nicht genau, wo ich bin. Außer, dass ich in Bochum bin, in irgendeinem Park. Und ich dachte, ich filme einfach mal ein bisschen und überlege, ja doch, zur Wand gehe ich auch. Ja, aber guck mal, Gänse auch. Fast so schön wie Recklinghausen Süd. Ja, finde ich auch ganz geil. Da bin ich nicht sicher, ob das nicht der Smog ist oder ein anderer Smor, mit dem ich letztens gemalt habe. Ich schicke ihm das aber, dann erfahrt ihr das vielleicht rückwirkend oder auch nicht. Ja, und Lego. Ja, das machen wir dann so. Ich sehe gerade, ich sehe nichts. Da ist noch ein EXO, glaube ich, EKSO. Sieht man das? Vielleicht. Dann ist hier ein GFS, ein Shia, ein WAU, glaube ich. Und das Dings. Das ist mein Homeboy, Gerd Lukas. So, ich fahre noch einmal da ein bisschen einmal lang, wenn ich schon hier bin. Filme euch das. Mal gucken, wie man das sieht. Sind ja jetzt zufällige Aufnahmen hier. Da ist die Crowd. Ja, ranzoomen macht mit dieser Kamera leider gar keinen Sinn. Ich kann euch aber ein bisschen, ich bin ja mobil, ranfahren. Eine sehr spannende Kamerafahrt. Ja, Bochum hat übrigens auch Ultras. Das ist jemand noch nicht wusste. Shop, AWS, dann Dun, Sack, Krümmel, da rechts. Irgendwelche Chat. Ja, ich gehe jetzt noch einmal bis zu dem Übergang. So, ein paar Viertels. Ganz entspannt. Ein Hund namens Louis ist hier. Wird eine lange Aufnahme. Schöne Chroms. Zack. Da bin ich ja neugierig, wo die Person stand, als sie das gemacht hat. Weil über Kopf ist Kacke, vielleicht hatte die ein Boot oder ist da so ein Rand, wo man stehen kann? Wissen nicht. So. Ja, muss ich wohl weiter weg. So ist besser. Ja, Bochum ist, wer Industriekultur mag, eine geile Sache auf jeden Fall. Da ist noch mehr Graffiti, da ist der Kraut. Ja, ich pack mal das Handy kurz in die Tasche. Ja, lustig. Da ist Louis und dahinter, runter hinten, heißt Louis. Ich check nur nicht, wird das schärfer?